Wunderbar. So, Bildungscamp, Interview, hallo. Ich habe einen Gast bei mir. Sag mir doch kurz, wie du heißt und warum du hier bist heute. Ich heiße Matthias Felling, ich arbeite bei der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz. Ich bin hier, weil wir einen Stand hatten von der IJS und um an Sessions teilzunehmen. Ja, und du hast ja auch selber Sessions gegeben. Du hattest eine zum Thema Elternarbeit gegeben, aber eben auch zum Medienpass. Und wie ich hörte, gehst du mit einem konkreten Auftrag heute hier raus? Also bei der Session zum Medienpass war ich gar nicht der Initiator, aber habe teilgenommen und teilgegeben, wie es der Auftrag war. Da ging es darum, braucht Köln eine Verpflichtung zum Medienpass, dass alle Schulen da mitmachen. Da sind wir nicht rausgegangen, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen das unbedingt. Aber wir sind rausgegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen das für Köln forcieren. Die Initiative kam von der Schulpflegschaft hier in Köln, das vielleicht zu starten. Und ich als IJS haben wir auch ein Projekt zum Medienpass Nordrhein-Westfalen. Wir versuchen die Jugendhilfe stärker mit dem Medienpass zu verschränken und auch die Elterneinbindung beim Medienpass nach vorne zu bringen. Und das an den zwei Punkten können wir auch ansetzen hier. Zum einen würde ich versuchen, die Schulpflegschaft zu unterstützen, so dass von Elternseite die Forderung zum Medienpass von uns auch unterstützt wird. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben in Köln eine sehr starke Jugendhilfeszene, was medienpädagogische Arbeit angeht, mit dem JFC Medienzentrum, mit der SK-Stiftung Jugend und Medien, mit der Fachstelle Jugendmedienkultur, die den Spieleratgeber NRW anbieten, haben wir wirklich landesweite Leuchtturmprojekte eigentlich, was medienpädagogische Arbeit angeht. Das heißt, für Köln haben wir eigentlich eine Chance, die Verschränkung Jugendhilfe und Schule rund um den Medienpass voranzubringen. Und ich glaube, das ist das, was ich eben meinte mit dem Arbeitsauftrag. Also das ist was, was ich versuchen würde mit voranzutreiben jetzt auch, dass man vielleicht in Köln in einer Pilotphase oder in einem, wie heißt sowas, Best-Practice-Modell versucht, Jugendhilfe und Schule zusammenzubringen im Bereich Medienpass. Ich glaube tatsächlich, dass nicht alle wissen, was der Medienpass ist. Vielleicht mal noch kurz umrissen, was meint der Medienpass eigentlich? Der Medienpass ist eine Initiative von der Landesregierung und der Landesanstalt für Medien, die versuchen, die Medienkompetenzförderung vor allem von Schülern voranzubringen. Im Medienpass sind Kompetenzen beschrieben, die Schüler in einem bestimmten Alter haben sollten, im Umgang mit Medien, für die verschiedenen Altersstufen. Und Schulen, wenn sie den Medienpass umsetzen, können für sich überlegen, was machen wir schon zum Thema Medien, wie passt das zu den verschiedenen Kompetenzen. Es bietet eigentlich eine Rahmung, um ein Medienkonzept umzusetzen. Und es gibt halt wirklich auch Pässe für die Grundschulen. Kriegt jeder Schüler so einen kleinen Pass, wo er Aufkleber bekommt, um jeweils zu bescheinigen, dass er diese Kompetenzen erworben hat. Also es ist eigentlich ein Rahmenkonzept für Medienarbeit an Schulen, setzt vor allem am System Schule an. Das ist bislang so, dass bis Grundschulen, das ist schon bekannter, wird es schon mehr umgesetzt. An weiterführenden Schulen wächst es gerade noch, es ist noch nicht so verbreitet. Es gibt einzelne Städte wie Duisburg zum Beispiel, die haben für die Grundschulen verpflichtend den Medienpass eingeführt. Das war so die Kernfrage in der Session eben, wollen wir das für Köln verpflichtend einführen? Bislang ist es ein freiwilliges Angebot von Schulen, das umzusetzen. Ja, und das soll halt jetzt für Köln so ein bisschen vorangetrieben werden. Und dadurch, dass wir eben in der Session einen Vertreter der Schulpflegschaft da hatten, einen Vertreter der Medienberatung da hatten oder des Medienzentrums in Düsseldorf da hatten, so verschiedene Institutionen auch schon mal mit im Raum waren, hatte ich das Gefühl, dass man da in einer Dreiviertelstunde schon einen relativ großen Schritt gegangen ist auch. Ist denn der Medienpass etwa vielleicht ein Weg, um vielleicht so eine Egalisierung auch der Bedingungen an Schulen zu schaffen? Das heißt, wenn verpflichtend ein Medienpass eingeführt würde, würden ja vielleicht auch Schulen, ja, wie soll ich es ausdrücken, ermuntert werden, sich mit dem Thema Medienkompetenzen und auch vielleicht dann Öffnung gegenüber Medien stärker auseinanderzusetzen. Ja, also das ist die Landesregierung hat, oder es wurde damals diskutiert, wollen wir das Fach Medienkunde oder Medienkompetenz einführen? Und dann da wurde sich gegen entschieden und gesagt, mit dem Medienpass versuchen wir aber insgesamt Medienkompetenzförderung voranzubringen. Dadurch, dass es freiwillig ist, hängt es immer noch von an einzelnen Schulen. Und wir haben eben in der Session auch gemerkt, es hängt immer auch noch an der Bereitschaft und an der Haltung von Schulen, von Lehrern, sich darauf einzulassen. So, das ist ein Thema seit es Medienarbeit gibt. Es ist auch rund um den Medienpass weiter Thema. Das ist dadurch nicht aus der Welt geschafft. So. Aber die Idee oder der Wunsch wäre natürlich, insgesamt die Medienarbeit nach vorne zu bringen. Und jetzt sind wir hier auf dem Bildungscamp, ne, Thema Bildung. Hast du das Gefühl, oder was bedeutet für dich der Begriff Bildung? Was macht für dich Bildung aus?
Das ist die ganz große Frage, ne? Also, ist okay. Also, runtergebrochen auf das, was hier heute passiert, habe ich den Eindruck, hier ist eine sehr konzentrierte Atmosphäre, eine sehr inspirierende Atmosphäre, finde ich. Auch die Stimmung in den Sessions, ich habe ja noch eine Session zum Thema Elternarbeit angeboten oder gemacht, die fand ich total bereichernd und einen sehr, sehr interessanten Austausch. So. Und von daher würde ich sagen, das, was hier passiert, ist Bildung in dem Sinne, als dass Angebote geschaffen werden, wo ich freiwillig andocken kann und Sachen finde, die mich weiterbringen. So. Ja, das ist die Antwort, die kleine Antwort auf die große Frage. Du sprachst gerade deine Session an zum Thema Elternarbeit. Welche Fragen, welche Themen standen da so im Mittelpunkt? Was hat die Teilnehmer interessiert und was hat dich daran interessiert? Also da waren wir eine kleine Runde, da gab es ganz konkrete Fragen, beispielsweise ein Lehrer, der sagt, bei ihm laufen ganz viele WhatsApp-Geschichten auf, weil über WhatsApp halt ganz viel kommuniziert wird, er ist Klassenlehrer von der 5., 6. Klasse und er sagt, abends rufen manchmal Eltern bei ihm an, weil die Chatverläufe nachlesen und es da recht heftig zur Sache geht und er sagt, er will das nicht da reingezogen werden, aber er wird da reingezogen und er sucht halt jetzt einen Weg, dann mit sowas umzugehen, also so ganz konkrete Geschichten, wo wir aber auch andocken konnten dann im Gespräch, so, weil um da jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, WhatsApp bildet halt ganz oft Klassendynamik ab, das heißt, sich WhatsApp zuzuwenden, heißt nicht unbedingt, ich mache ein neues Fass auf, sondern heißt eigentlich, ich spreche über was ich eh sprechen muss als Klassenlehrer, nämlich welche Dynamiken passieren hier in meiner Klasse gerade und das war der Anpack, den wir da auch gefunden haben, so zu überlegen, einerseits mit den Schülern zu arbeiten, gemeinsam nicht nur was zu machen, wenn was schiefgelaufen ist, also nicht nur, jetzt ist hier was passiert und wir müssen mal drüber sprechen, sondern im Vorfeld zu sagen, wie wünschen wir uns eigentlich eine Kommunikation über WhatsApp? Nicht nur Don'ts zu formulieren, sondern auch Do's zu formulieren und erstmal offen mit Schülern auch darüber zu sprechen, wie würdest du dir denn wünschen, was für ein Umgangston herrscht, wie viele Nachrichten vielleicht kommen, vielleicht muss man darüber eine neue Klassengruppe gründen, in der eher Orga-Sachen laufen und alles, was Gossip ist und anderes, findet dann halt in anderen Gruppen statt, dass die Leute, die sich da ausklicken wollen, trotzdem noch Orga-Absprachen mitkriegen. Also sowas kann da alles rauskommen. Es kann eine Formulierung von Umgangsformen rauskommen, die dann in dem nächsten Schritt dann auch wieder mit Eltern abgesprochen werden kann. Also das war so unser Anpack an diesem konkreten Beispiel zu arbeiten und zu gucken, wie kann es da weitergehen. So. Eine andere Lehrerin beschrieb, dass die halt iPad-Klassen haben an der Schule, dass da oft Befindlichkeiten von Eltern kommen, weil die Sorgen haben, dass zu viel Medien eingesetzt werden, dass die ja schon überfrachtet sind sonst mit Medien, dass die Schule jetzt auch noch damit kommt. Und da haben wir auch geguckt, wie man mit sowas umgehen kann. Also wie man Bedenken von Eltern auch ernst nehmen kann und trotzdem das vielleicht ummünzen kann auf das, was die sich da wünschen. So. Ja, wunderbar. Ich meine, da stellt man dann auch wieder fest, wie wichtig das ist, dass es solche Institutionen gibt, wie die, für die du arbeitest, dass es eben auch Stationen gibt, wo man diese Fragen stellen kann und gut, dass es eben solche Orte oder Veranstaltungen gibt wie das Bildungscamp, wo man sich mal trifft und auch sich gegenseitig über sowas austauschen kann, weil das sind ja einfach ganz konkrete Fragen aus dem Alltag, die, glaube ich, fast jeder von uns auch kennt, also der in irgendeiner Form mit Bildung und Digitalisierung in Berührung kommt. Was erhoffst oder erwünschst du dir von dem Bildungscamp? Also, es ist ja jetzt gewesen für mich. Also, ich fand, es war eine runde Veranstaltung. Wie gesagt, ich gehe hier mit konkreten Ideen raus auch, wo ich denke, auch wirklich was zu machen werde oder wo ich weiterarbeiten werde dran. Wir haben einen Stand von der IJS gehabt, wo sich ein paar Leute auch interessiert haben für die Angebote, die wir machen. Wir machen halt sehr viel Fortbildungsangebote zum Thema Cybermobbing zum Beispiel für Multiplikatoren. Da ist es immer schön, in Kontakt zu knüpfen und sich bekannt zu machen, weil es gibt so viele Angebote, dass es schwer ist, so, dass alle Leute alles wissen. Und das ist eine Sache, die ich hier auch mir erhofft hatte, dass wir Kontakte knüpfen und das hat geklappt auch so. Genau, und ansonsten hatte ich mir erwartet, mich auseinanderzusetzen und auch das ist passiert hier. Also fand ich gut. Das Essen war auch gut. Genau, alles gut. Nicht unwesentlich. Das Bildungscamp, ein Camp, ein Ort für gute Vernetzung und gutes Essen. Gott sei Dank. Vielen Dank, Matthias. Und was wir immer am Ende hier diese Interviews machen, wir winken einmal in die Kamera. Tschüss.